Spirituell abheben, das ist mein Slogan seit einiger Zeit oder einer meiner Slogans. Vielleicht hast du ihn schon mal bei mir irgendwo gelesen, denn das ist etwas, was so ein bisschen beschreibt, was ich hier verbreiten möchte. Und zwar möchte ich das Thema Esoterik aus der Opferkiste rausholen, denn da wird es oft reingepackt und ich verstehe das, denn es ist aus gutem Grund oft da drin. Und es verbinden mit moderner Selbstverantwortung. Denn ja, das ist möglich. Wir können bodenständig abheben. Das heißt, wir sind weiterhin geerdet, aber auch nach oben hin geöffnet. Es muss uns nicht nur das Kronenchakra durchknallen und dann heben wir irgendwie ab und verlieren die Bodenhaftung zu Materie, sondern wir können beides miteinander verbinden und sogar und ganz besonders selbstverantwortlich sein oder bleiben oder überhaupt erst einmal werden. Denn der Witz ist so ein bisschen, dass Esoterik oft in diese Opferschublade gepackt wird. Aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass Menschen ihre Verantwortung abgegeben haben, zum Beispiel bei einer Tarotlegung. Oder sie sind zu einem Heiler gegangen und haben ihre Verantwortung abgegeben, indem sie gesagt haben, ja, jetzt hat aber mein Astrologe, mein Tarotleger oder dieser Heiler das und das gesagt oder gemacht. Und wir geben die Verantwortung in diesen Situationen manchmal ab, indem wir dann das als die Wahrheit sehen und es nicht noch einmal durch unseren eigenen Filterprozess und durch diesen Filterprozess von und ich habe alles in der Hand, mein freier menschlicher Wille, meine Energie kreiere ich, um dorthin wieder zurückzugehen, das ist oft ein Weg. Und wahrscheinlich hat so ziemlich keiner von euch Bock darauf, in dieser Esoterik-Schublade zu sitzen von, ja, ich gebe meine völlige Verantwortung ab an Universum, Astrologie und jetzt ist der Mond so und deswegen bin ich so und mein Astrozeichen, meine Venus ist dort und deswegen verhalte ich mich so. Jetzt kann ich mich also zurücklehnen und so ein bisschen Arsch sein, weil es gerade Skorpion-Saison und mein Rising, also mein Aszendent ist Skorpion, also bin ich halt einfach mal ein bisschen Arsch jetzt. Ja und nein. Ja, ich sehe das und das sind die Tendenzen, mit denen ich hier auf die Erde gekommen bin, die vielleicht bei mir manchmal stärker sind als bei anderen Menschen. Aber ich habe trotzdem noch meinen freien Willen als Mensch. Und dieser freie Wille, die Erkenntnis darüber und das Nutzen dessen, das Bewusstsein und dann auch wirklich Ausführen des freien Willens, ist diese Erdung. Und die Erdung, die ist in der Vergangenheit beim Thema Esoterik anscheinend oft so ein bisschen verloren gegangen. Und gleichzeitig finde ich es unglaublich interessant, dass das Thema Esoterik oft als Projektionsfläche genutzt wird von dort geben Menschen ihre Verantwortung ab. Das sind alles Kommunen und diese Gurus und die machen die alle abhängig. Und gleichzeitig sehen viele Menschen nicht, dass das einfach nur ein Spiegel ist von unserer gesamten Gesellschaft und das geschieht in sämtlichen Bereichen. Und die wenigsten von uns sind in den wenigsten Momenten selbstverantwortlich, weil wir so nicht trainiert wurden. Unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, mitzulaufen und nicht selbstverantwortlich wirklich zu sein, sondern wir gehen zu Menschen, die uns heile machen sollen und wir folgen dem, was der Gesamtkonsens sagt, was uns aufgetragen wird, bewusst oder unbewusst. Und dann manchmal die Idee von, ich lebe meinen freien Willen, bin selbstverantwortlich, aber mein Chef ist schuld, das Wetter ist schuld, der Staat ist schuld, die Gesetze sind schuld und da geben wir schon die Verantwortung ab. Das heißt, in meinen Augen ist es so, ja, die Esoterik hat aus einem guten Grund auch diesen Staubfilter und diese ganzen ekligen, klebrigen Glaubenssätze und Stereotypen dran, aber es ist auch einfach ein Spiegel von unserer gesamten Gesellschaft. Gleichzeitig muss das natürlich nicht bedeuten, dass das so bleibt. Und genau das ist der Grund, warum ich auch die Tarot Coaching Initiation ins Leben gerufen habe und warum ich sie weitermache. Weil ich sehe, wie die Arbeit mit dem Tarot, auch etwas total Behaftetes, Angestaubtes, wie diese Arbeit, wenn wir sie mit Selbstverantwortung kombinieren, unglaublich hilfreich sein kann und Spaß machen kann und uns helfen kann, noch mehr in die Selbstverantwortung zu kommen. Unser Leben wirklich von innen nach außen selbstbestimmt zu kreieren und zu ermächtigen auf eine angenehme, positive Art und Weise. Denn wenn wir das tun, dann wirkt sich das auf unser komplettes Umfeld aus. Und das ist etwas, was wir für uns und für alle anderen tun können. Das funktioniert bei dem Tarot zum Beispiel natürlich nur, wenn ich nicht davon ausgehe, dass die Tarotkarten mir jetzt sagen, was geschieht. Weil die Tarotkarten es sagen,
sondern wenn ich mir bewusst bin über Energie zum Beispiel, über mein Gehirn, mein Unterbewusstsein, die Projektion der Spiegel, denn das Tarot zum Beispiel, wie alles andere auch, ist ein Spiegel von dem, was in mir bereits ist. Das heißt, das Tarot sagt mir, stimmt nur zu einem gewissen Teil, denn das Tarot sagt natürlich gar nichts, aber das, was du meinst, was es dir sagt, sagt dir etwas. Und zwar von dir aus, gespiegelt auf die Karten. Was du dann damit machst, ist auch wieder deine Sache. Das heißt, all das, wenn du es nutzt, um wieder zu dir zu kommen, zu erkennen, dass all das immer nur zu dir führt und ein Spiegel von dir ist, dann kannst du solche Tools auch nutzen wie das Tarot, ohne deine Verantwortung abzugeben. Wenn du daran glaubst, dass es deinen freien Willen gibt und dass du entscheiden kannst, wenn du diese 3D-Materie auch anerkennst, denn ja, das hier ist ein Stuhl und ja, du möchtest deine Miete bezahlen, weil du in dem Haus leben möchtest und ja, es gibt hier gewisse Gesetze, zu denen du auch Subjekt bist und ja, du hast auch Glaubenssätze und du möchtest deine Steuererklärung machen, was auch immer, weil du keinen Bock hast, irgendwie Ärger zu bekommen mit dem Staat. All diese Dinge anzuerkennen und auch als Wahrheit zu sehen und gleichzeitig aber auch zu sehen, ja, und es gibt dieses große ganze Bild von Energie und von wie Dinge zusammenhängen. Das eine muss das andere nicht negieren. Ich kann hier bleiben, geerdet und anerkennen, was ich hier auf dieser materiellen Ebene erfahre, Verantwortung dafür übernehmen, wie ich hier auch handle und gleichzeitig offen dafür sein, für das große Ganze, wie alles zusammenhängt. Ich entscheide mich also dafür, wenn ich zu jemandem gehe, den ich Heiler nenne, und es ist ziemlich egal, ob der einen weißen Kittel anhat oder ob der irgendwie was mit Rauch und Steinchen macht oder so, völlig egal, aber zu irgendwem, wo ich vielleicht die Tendenz habe, meine Verantwortung abzugeben. Schaue ich immer wieder bei mir rein, was resoniert mit mir, was ist meine Wahrheit. Hier geht es um Intuition, um darum, dich selbst zu stärken und zu erkennen. Ja, und am Ende kann diese Person dort zum Beispiel oder dieses Tool, diese Methode Impulse geben. Etwas antriggern sozusagen, als Unterstützung dienen. Aber nein, da ist niemand draußen, der für dich den Job macht. Kein Heiler, kein Coach, kein Arzt, kein Tarot, kein Pendeln, kein was auch immer es ist. Was du daraus machst, liegt in deiner Selbstverantwortung. Und das ist die Erdung. Das ist die Erdung, die es braucht und die wichtig ist. Und dann kann Esoterik auch geil sein und Spaß machen. Allein das Wort Esoterik wird schon komplett anders benutzt, als ja, wie es offiziell definiert ist. Aber wenn du Bock hast, dann google das gerne mal. Sehr, sehr interessant, das Thema. Was ich hier vor allem sagen möchte, ist, keine Angst vor Esoterik. Was auch immer mit dir resoniert, trau dich daran zu gehen. Und ich weiß, das ist für viele gruselig, weil es eben so viel Bewertung darüber gibt. Und ich sehe das immer wieder, weil ich vor allem in den letzten Jahren hauptsächlich oder sehr, sehr viele Frauen habe als Kundin, die aus der Wissenschaft kommen, die in der Forschung sind, die Ärztin sind, Psychotherapeutin sind. Ich habe vor allem viele Frauen in dieser Gruppierung zwischen 30 und 50, würde ich sagen, die zu mir kommen, weil sie sich einen sicheren Raum suchen, in dem sie das erfahren und zulassen dürfen, was sie irgendwie spüren, was mit ihnen resoniert, was aber nicht mit diesem wissenschaftlichen Kontext zusammenzupassen scheint. Wo Menschen sie belächeln, wo sie belustigt werden, wo sie einfach sich dann auch nicht richtig trauen oder dafür schämen, wofür sie sich interessieren. Und bei mir können all diese Dinge gleichzeitig da sein und das eine muss das andere nicht negieren. Und so kommen wir wieder zu diesem gesamten Anerkennen von diesem Mysterium Leben in der Schönheit, in Dualität. Denn in meinen Augen ist der Zauber, liegt in allem zusammen, in dem Tanz aus allem und nicht in dem Ablehnen von einem Bereich und dem Preisen von dem anderen. Und deswegen finde ich es so geil, dass so viele Frauen gerade zu mir kommen in den Jahren, die diese Bereiche zusammenbringen. Das heißt, die auch dort sitzen, sagen, ja, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Therapeutin, ich bin was auch immer. Das heißt, ich nutze dieses Vehikel und zeige damit auch den wissenschaftlichen Part von mir, der auf sowas steht und daran glaubt. Und das andere kann koexistieren. Ich kann selbstverantwortlich auch solche Tools wie das Tarot zum Beispiel nutzen oder Astrologie.
Das eine muss das andere nicht negieren und ich darf mich trauen, eine moderne, selbstverantwortliche Art von Esoterik zu leben, auch wenn andere sie noch nicht verstehen. Das ist nicht einfach, aber ich möchte dich dazu einladen, wirklich schaff dir diesen Raum. Vielleicht hast du Bock zu den Flow Sisters, also meine Community, zu kommen, zu der Tarot Coaching Initiation oder ja, irgendeinem anderen von diesen wundervollen Angeboten, die es vielleicht bei dir auch vor Ort gibt oder von mir online oder anderen Menschen, wo du Leute triffst, die auf diesem Weg mit dir sind, die dich verstehen, die diesen Konflikt kennen zwischen Kopf versus, da ist aber irgendwie auch diese Anziehung und irgendwie spüre ich, da ist was, so Esoterik versus Wissenschaft so ein bisschen, ein Raum, in dem du dich wohlfühlst und dich traust, all das zu explorieren. Und du bist herzlich willkommen, zu mir in diesen Raum zu kommen, aber auch woanders. Kreiere ihn dir, finde ihn und trau dich. Denn es lohnt sich, weil es führt dich vor allem zurück zu dir selbst. Wenn du Lust hast, dann lass mich und uns auch super gern unter dem Instagram-Post zu diesem Video und Podcast wissen, was deine Erfahrungen mit diesem Zwiespalt auch sind von Esoterik, Wissenschaft und vielleicht auch dich zu trauen, geerdet, bodenständig Esoterik zu leben. Wie sieht das für dich aus? Was bedeutet das? Lass uns einfach mal deine Gedanken wissen. Ich würde mich total freuen. Und wenn du Lust hast, dann sehen wir uns im nächsten Video oder hören uns im Podcast. Und Dankeschön fürs Zusehen und hab einen wunderschönen Tag.